Schön, dass du dir dieses Ganzkörper-Workout aus der Reihe Fitness meets Yoga ausgesucht hast. Ich bin Nadine und freue mich, dass du mit dabei bist. Um mit deinem Workout zu beginnen, komm in einen Stand auf deine Matte. Bring mit dem Einatmen deine Arme über die Seite nach oben und Ausatmen senk wieder ab. Wenn du die Arme nach oben streckst, schau deinen Händen hinterher. Und dann mach dich noch einmal ganz lang. Und dann lass die Arme sinken und beginne mit deinen Schultern nach hinten zu kreisen. Und dann kreis auch noch einmal vorwärts. Zieh deine Schultern nach oben Richtung deine Ohren. Und dann halt hier an und komm in einen weiten Kreuzstand auf deine Matte. Dreh Fußspitzen und Knie schräg nach außen. Mit dem Einatmen senk nach unten ab und heb die Arme über die Seite und mit dem Ausatmen richte dich wieder auf. Einatmen, komm nach unten. Ausatmen, richte dich auf. Schau, dass du hier deine Arme so weit nach oben streckst, dass deine Oberarme neben deine Ohren kommen. Und dann halt hier unten in der Göttinnenhaltung an. Mach deine Beine ganz stark, beweg nur die Arme auf und ab. Und dann öffne deine Arme nach außen, zieh deine Schulterblätter nach hinten. Atme tief durch. Gleich hast du es geschafft und dann komm wieder nach oben zurück. Und dann dreh jetzt deinen linken Fuß nach vorn, dass die linke Fußspitze nach vorne zeigt an dein Mattenende. Stell den rechten Fuß mit der Außenkante parallel zum hinteren Mattenrand ab und komm von hier aus ins gebeugte Standdreieck. Im Einatmen lehn dich jetzt nach hinten in den himmelwärts gerichteten Krieger und ausatmen wieder in das Standdreieck zurück. Schau hier, dass du die Position deiner Füße nicht veränderst. Und du kannst die Füße in der Matte aufeinander zuziehen. Streck dich hier nochmal in alle Richtungen. Und dann bleib in dem gebeugten Standdreieck. Und nimm auch beide Arme jetzt nach vorne, mach deinen Bauch ganz stark. Und dann komm nach oben wieder zurück. Öffne die Beine wieder schräg nach außen, Fußspitzen und Knie zeigen in dieselbe Richtung. Und dann senk nach unten wieder ab, wenn du gleichzeitig deine Arme nach oben streckst. Dem Einatmen komm nach unten und ausatmen richte dich wieder auf. Und dann bleib hier wieder unten, lass den Oberkörper ganz aufrecht und beweg nur die Arme auf und ab. Behalte hierbei, dass du immer ausatmest, wenn du deine Arme nach oben streckst. Dann öffne deine Arme noch einmal nach außen, Handflächen zeigen nach oben. Und dann richte dich hier wieder auf. Dreh jetzt deinen rechten Fuß nach vorn. Und stell den linken Fuß parallel zum hinteren Mattenrand. Für das gebeugte Standdreieck bring den rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel und streck dich hier aus. Einatmen, lehn dich zurück und ausatmen wieder ins Standdreieck. Einatmen, himmelwärts gerichteter Krieger, ausatmen ins Standdreieck. Lass deine Füße in der Matte wieder ganz fest verankert. Und schau, dass dein rechtes Knie vorn die ganze Zeit über deinem rechten Knöchel bleibt. Dann
dann komme das gebeugte Standdreieck und nimm nun auch den rechten Arm noch dazu. Zieh deinen Bauchnabel nach innen und atme tief durch und dann komm nach oben zurück. Und dann komm jetzt an das vordere Mattenende. Du kannst hier die Füße leicht öffnen. Mit dem Einatmen streck die Arme nach oben. Mit dem Ausatmen lass dich in die tiefe Vorbeuge sinken. Einatmen in die halbe Vorbeuge mit geradem Rücken und ausatmen wieder tief. Einatmen gerade, ausatmen wieder tief nach unten. Einatmen, zieh die Schultern von den Ohren weg. Ausatmen, lass den Kopf nach unten hängen. Und dann tritt mit dem rechten Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Komm ins Brett. Und aus dem Brett heraus lass deine Knie nach unten auf die Matte sinken und setz deine Hände an den Mattenrand. Spreiz die Finger nach außen. Mit dem Einatmen senk im verkürzten Liegestütz ab und ausatmen drück dich wieder nach oben. Einatmen tief und ausatmen drück dich hoch. Gleich hast du es geschafft. Und dann beende den Liegestütz und schieb dich einmal nach hinten in die Haltung des Kindes zurück. Und dann komm langsam wieder nach oben. Bleib auf deinen Knien, deine Hüfte sollte sich jetzt über dem Knie befinden. Vorne bist du jetzt auf deinem Unterarmen abgestützt und dann nimm dein rechtes Bein eingebeugt nach hinten. Mit dem Einatmen senkt das Bein jeweils ab und ausatmen heb es wieder an. Halt das Bein die ganze Zeit gebeugt und deine Fußsohle soll nach oben schieben Richtung Decke, als würdest du irgendetwas Schweres nach oben wegschieben wollen. Schau hier, dass dein Kopf vorne nicht nach unten hängt und du deine Schultern, soweit es geht, von deinen Ohren wegbringst. Und dann halt oben und mach kleine Federbewegungen mit deinem Bein auf und ab. Und dann setzt das Bein ab und wiederhol noch einmal das Anheben. Einatmen, Bein nach unten, ausatmen, heb's wieder an. Mit dieser Übung kräftigst du deine Gesäßmuskulatur. Vielleicht kannst du es schon spüren. Und dann bring das Knie nach unten und richte dich so weit auf, dass du dich nach hinten in den herabschauenden Hund zurückschieben kannst. Beug hier gern die Knie noch ein Stück ein, dass dein Rücken ganz gerade wird. Und dann lass die Knie wieder nach unten auf die Matte sinken, stütz dich vorne wieder auf deinen Unterarmen ab. Heb jetzt dein linkes Bein eingebeugt an. Mit dem Einatmen senkt das Bein wieder ab und ausatmen bringst nach oben zurück. Zieh deine Fußspitzen die ganze Zeit Richtung Schienbein und drück mit der Fußsohle wieder nach oben Richtung Decke. Und dann kontrolliere auch auf dieser Seite nochmal, dass dein Kopf nicht nach unten hängt, du mit deinem oberen Rücken möglichst keinen Buckel machst. Und dann beginn wieder zu federn mit deinem Bein. Und auch hier gehen wir nochmal in das Absenken und Anheben über. Einatmen, bring das Bein nach unten, ausatmen, heb's wieder an.
und dann beende die Übung. Komm wieder auf deine Hände, aufgestützt nach oben, stell die Füße auf und schieb dich in den herabschauenden Hund nach hinten zurück. Dann bring die Knie wieder nach unten auf deine Matte. Setz die Hände jetzt unter deinen Schultern auf, spreiz die Finger wieder nach außen. Mit dem Einatmen heb dein rechtes Bein eingewinkelt über die Seite nach oben. Mit dem Ausatmen senk wieder ab. Schau mal, dass du hier deinen Oberkörper und Kopf ganz ruhig hältst und nur das Bein bewegst. Bring das Knie auf die Matte wieder zurück und wechsel gleich die Seite nach links. Und dann beende die Übung, bring die Knie nach unten zurück und komm noch einmal nach hinten in den herabschauenden Hund zurück. Heb jetzt einatmen dein rechtes Bein nach oben, halte es oben, zieh die Fußspitze Richtung Schienbein, halte noch, drück dich kräftig mit den Händen von der Matte weg. Dann senk das Bein wieder ab und heb dein linkes Bein in Verlängerung des Rückens nach oben. Und dann bring den Fuß wieder nach unten. Heb nochmal dein rechtes Bein nach oben und bring jetzt das Bein nach vorne für die liegende Taube. Platziere dazu dein rechtes Knie vorne an dem rechten Mattenrand. Streck dein linkes Bein nach hinten aus. Rück mit der Hüfte, soweit es geht, nach hinten zurück. Und dann lass dich nach vorne über dein Bein sinken. Dein rechtes Knie sollte außerhalb deiner rechten Schulter liegen. Wenn du mit dem Kopf nicht so gut auf den Boden kommst, nimm dir gerne eine Decke oder einen Yoga-Block zur Hilfe und dann kannst du dich darauf ablegen. Gönn dir hier einen Moment der Ruhe. Spür mal in deinen Körper hinein, wie es dir gerade geht. Richte dich dann langsam wieder auf, stütz dich auf deinen Händen auf und komm nach hinten in den herabschauenden Hund wieder zurück. Bring dann einatmen dein linkes Bein nach oben und ausatmen, schwing das Bein nach vorn und platziere jetzt dein linkes Knie am linken Mattenrand. Dein Schienbein liegt vorne diagonal auf. Leg dein rechtes Bein mit dem Fußspannern auch am Boden lang nach hinten ab. Und lass dich wieder nach unten sinken. Kannst dir aus den Händen entweder so auch ein kleines Kissen machen oder legst deine Arme nach vorn und lässt die Stirn auf die Matte sinken. Die liegende Taube ist eine wunderschöne Möglichkeit, die Gesäßmuskulatur zu dehnen, die du jetzt bei den vorangegangenen Übungen trainiert hast. Richte dich dann langsam nach oben wieder auf, komm auf deine Hände und dann dreh dich von hier aus gleich herum und setz dich auf deine Matte. Stell deine Hände nach hinten an den Mattenrand, richte den Oberkörper noch einmal auf und zieh beide Fußspitzen hoch.
Jeweils mit dem Ausatmen hebt dein rechtes Bein nach oben. Und dann wechsel auf links und heb das linke Bein an. Und dann setz auch hier wieder ab. Wechsel nochmal auf rechts. Und dann setz auch rechts wieder ab und wiederhole die Übung mit deinem linken Bein. Dann bring dein linkes Bein auf die Matte zurück. Stell deine Füße jeweils an den Mattenrand auf und lass in der Scheibenwischerbewegung deine Beine hin und her pendeln. Und dann beende den Scheibenwischer. Wir bleiben noch im Sitz, aber du kannst ja gerne, wenn du eine hast, eine Decke noch dazu nehmen. Und dann setz dich auf die Decke vorne so auf die Kante, dass du das Gefühl hast, du würdest schon fast von der Decke nach vorne wieder runterrutschen. Und für den sitzenden Schmetterling leg jetzt deine Fußsohlen aneinander, lass deine Knie nach außen fallen. Du kannst die Schienbeine oder deine Knöchel oder Füße greifen. Und dann lass dich hier nach vorne sanft sinken. Richte dich dann nach oben wieder auf. Streck deine Beine zur Seite in einen Kretschsitz und zieh die Fußspitzen nach oben. Und dann komm auch hier noch einmal in eine Vorbeuge, kannst dich mit deinen Händen oder Unterarmen aufstützen und dich so sanft nach vorne dehnen. Nimm die Dehnung in deiner Beinrückseite, Innenseite, vielleicht auch in deinem Rücken wahr. Richte dich jetzt wieder auf, bring die Beine zur Mitte zurück und dann beende für heute dein Workout oder üb gleich noch ein nächstes Video mit mir. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke dazu einfach auf das rote Hans in Form Logo. Dann bekommst du immer eine Info bei YouTube, wenn mein nächstes Video erscheint. Bis zum nächsten Mal.